vom journalistischen Beobachter jetzt zum diplomatischen. Hier neben mir hat Wolfgang Petritsch Platz genommen, Balkanexperte, ehemaliger Botschafter in Belgrad und ehemaliger hoher UNO-Repräsentant. Herr Dr. Petritsch, so unterschiedlich der Weg zur Unabhängigkeit auch war bei den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, so unterschiedlich ist auch der Weg danach verlaufen, in wirtschaftlicher und in politischer Hinsicht. Wieso diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, unter anderem natürlich auch mit der Erweiterungsmüdigkeit der Europäischen Union. Da ist einfach der politische Dampf draußen. Man kann den Bürgerinnen und Bürgern in der Europäischen Union offensichtlich nicht mehr zumuten, möchte nicht mehr und kann sie auch nicht überzeugen, dass gerade der Westbalkan, die ehemaligen jugoslawischen Staaten, ja so etwas wie keine Erweiterung, sondern eine Konsolidierung der Europäischen Union eigentlich darstellen sollte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass gerade mit Serbien natürlich der letzte historische Konflikt aus der Zeit Jugoslawiens noch sehr stark verbunden ist. Das ist eben Kosovo. Und es laufen ja jetzt von der EU initiierte Beziehungsverhandlungen bzw. ein Dialog zwischen Belgrad und Pristina. Und der wird sich sicher noch über Jahre hinaus erstrecken, um dann endlich diesen letzten historischen Konflikt Jugoslawiens zu lösen. Im Falle Bosniens ist es so, dass Bosnien von dem Zerfallskrieg in Jugoslawien am meisten betroffen worden sind. Dort hat es über 100.000 Tote gegeben und es ist vor allem auch in Dayton 1995 nicht gelungen, eine zukunftsfähige Fassung sozusagen für diesen aus drei Nationalitäten bestehenden Staat zu finden. In gewisser Weise ist Bosnien so etwas wie ein Klein-Jugoslawien, wo sich die alten Konflikte und Widersprüche irgendwo im Kleinen, aber sehr wirksam widerspiegeln. Es gibt dort einerseits die Muslime, die Bosniaken, die einen eher zentralen Staat wollen und es gibt die Serben, die wollen eigentlich weg. Immer noch haben sie das Kriegsziel der Sezession nicht aufgegeben und diese Situation schafft natürlich schlechte Voraussetzungen für eine rasche Integration. Diese Situation hat Friedrich Auter hat schon kurz skizziert, ein politisches und wirtschaftliches Vakuum erzeugt. Welche Gefahr geht denn von diesem Vakuum aus? Eine sehr große Gefahr, besonders im Zusammenhang jetzt mit der neuesten Entwicklung in der Europäischen Union selbst, ist natürlich das Problem eines, das weitergereicht wird. Der politische Wille ist nicht vorhanden, man muss sich auch um andere Probleme kümmern, die Finanz- und Wirtschaftskrise, Ukraine, andere Probleme, die hier im Nahen Osten etc., die Flüchtlingskrise natürlich auch, die Europäische Union offensichtlich überfordern. Sich in dieser Situation noch einmal jetzt um die Vollendung des Friedensprozesses am Balkan zu kümmern und der ist nur im Rahmen einer Integration in die Europäische Union möglich. Dafür fehlt offensichtlich im Augenblick der politische Wille. Und das natürlich führt dazu, dass andere externe Faktoren eine größere Rolle zu spielen beginnen. Russland ist insbesondere im Energiesektor sehr aktiv, in Serbien zum Beispiel, aber auch in Bosnien. China hat gerade jetzt in einem groß angelegten Besuch in Belgrad auch das Interesse bezeugt, hier in der Region tätig zu werden. Das heißt, in diesem Vakuum, das durch die Untätigkeit der Europäischen Union mit verursacht worden ist, hauptsächlich mit verursacht worden ist, machen sich jetzt andere breit. Und das ist natürlich nicht gut für die Europäische Union als solche und insbesondere natürlich für die Region, die ja näher an die Europäische Union heran möchte und nicht dann irgendwelche dubiosen Bündnisse mit Russland oder China oder der Türkei eigentlich haben möchte. Aber das ist halt die konkrete Alternative, die im Augenblick angeboten wird. Die Europäische Union, damals noch Europäische Gemeinschaft und viel, viel kleiner, mehr als die Hälfte so klein, hat die Situation damals offenbar unterschätzt oder hat jedenfalls sehr, sehr zögerlich agiert. Man hat ein bisschen den Eindruck, wenn man sich das retrospektiv anschaut, dass man sich gedacht hat, wenn wir da nicht hinschauen, dann gibt es dort auch kein Problem. Und ein wenig erinnert diese Situation auch an den Syrien-Konflikt. Sie auch? Mhm.
Zweifellos, diese Untätigkeit, die also hier herrscht, ist typisch für alle Konflikte, die sich entwickeln. Und natürlich in Syrien ist das noch um einige Dimensionen größer. Aber es ist durchaus auch, und das zeigt auch die Erfahrung, die Möglichkeit eines Rückfalls in eine Krisensituation. Wir sehen eine ganz schwierige Situation in Mazedonien, wo sich zwar immer wieder irgendwelche EU-Kommissare drum kümmern, aber nicht wirklich an das Hauptproblem dort gehen. Genauso in Bosnien-Herzegowina, wo jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Brexit der dortige Präsident sehr zufrieden verkündet hat, na also, wenn die hier aus der EU austreten können, dann können wir auch aus Bosnien austreten. Also hier macht sich eine neue Dynamik, eine neue negative Dynamik breit, die mir wirklich sehr zu denken gibt. Herr Dr. Petritsch, vielen Dank, dass Sie zu uns aufs Spielfeld gekommen sind. Danke sehr.